Krug, Schränker! Es fehlt eigentlich tatsächlich nur diese Strophe 3, weil die anderen Sachen sind ja auch von ihm nicht. Also Schlussrefrains und ja gut, ob das so ja, auffällt. Ich glaube, ich würde das nehmen, was ihr habt. Lasst uns doch nachher den Anfang mit Bratsche von mir da nehmen und wenn es krass unterschiedlich klingt, kann man ja immer noch überlegen, aber vielleicht ist es ja auch. Vor allem ist es schön sauber, bis ich das jetzt so hab. Aber ich glaube, die Stimme stimmt nicht von dem zweiten. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nach Quinten geschrieben habe. Da stimmt was nicht. Und da habe ich nämlich letztes Mal schon gesagt, was ist denn da passiert? Das kann doch nicht sein, dass der Quinten hoch und Quinten runter spielt. Das ist nicht mein Schreibstil. Sollen wir die Refrains lassen und dann machen die Strophen? Die Strophen, so würde ich auch sagen. Bist du damit einverstanden, liebe Franziska? Ja, sollen wir es so machen? Hier kriegt man voll den Tunnelblick, wenn man durch diesen Flur läuft. Das ist echt übel. Also, damit man einen kleinen Überblick hat, worum es hier eigentlich geht. Es geht um diese Geschichte hier. Ja. Also, es ging um den zweiten Strophenblock. Und da ist nämlich nichts mit Quinten. Man sieht nämlich hier, dass die Bratsche was völlig anderes spielt, als das, was da oben ist. Weißt du, was ich meine? Eben hat man ja Quinten gehört und das ist ja nicht gefragt. Das ist ja völlig verpönt. Quintenparallelen, wenn ich das schon höre, kriege ich Haarausfall. Nee, das habe ich schon hinter mir.